So, wir sind hier im Bangor Head Festival. Wir haben den Bernhard getroffen von Axis. Und Axis wird. Am 9.10. bringen wir eine DVD auf den Markt. Ja, für also 20 Jahre. Wie? Na, 25 Jahre. Unsere erste DVD war 20 Jahre Axis in der Zeche Bochum. Und das haben wir nochmal gemacht, Zeche Bochum mit 25 Jahren. Andere Gäste auch dabei. Viktor Smolski war dabei, Doro Pesch, Hannes Braun von Kissing Dynamite. Also, ist eine, also viele haben gesagt, das war schon kein Konzert, das geht nur 3 Stunden, das war schon so eine Axis-Revue irgendwie. Ne? PTH von den Scorpions hat Percussions gespielt dabei. Und das war schon nicht so ein normales Rockkonzert. Ne? Also von daher bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert am 19. Habt ihr da noch irgendwelche Special Features drauf auf der? Ja, wir haben Interviews drauf. Ich hatte ein bisschen Stress mit einem der Kameraleute, der nach Leipzig gezogen ist und dann die Interviews nicht rausrücken wollte. Jetzt haben wir Doro Pesch, haben wir nicht bekommen, leider von ihm, die hat auch eins gemacht, aber alle anderen Interviews haben wir von Hannes Braun, André Hilgers, der war auch noch da und so. Also das ist ein sehr interessantes Special-Material, weil die so ein bisschen ihre Sicht und ihre Erlebnisse oder Gedanken zu Axis dann so da präsentieren. Da war ich selber überrascht auch. Ich wusste nicht, dass der Viktor Smolski, der ist ja 1989 auch nach Deutschland gekommen, dass der uns, so sag ich mal, mitwachsen gesehen hat auch und wir ihn mitwachsen gesehen haben. Also sehr süße kleine Anekdoten, die er da erzählt. Das finde ich total super. Das ist immer das Beste, wenn so Anekdoten erzählt werden, das macht das Ganze ja macht so ein bisschen Spaß. Genau. Vor allen Dingen für den Fan ein bisschen mehr. Nächste Backstage, was da so abgeht. Wie es wirklich ist. Ne? Ja, wie es wirklich ist. Okay. Das, ich glaube, da verkennen die meisten Leute, was das total ist. Ja, du siehst aber, man lebt von der Musik, ist auch geil. Aber wir haben dann, sag mal, unser ganzes System geändert. Wir sind nicht einfach nur noch eine Band und treten live auf und dann machen Platten, sondern wir haben direkt ein Label gemacht auch und haben die ganze Situation umgedreht. Ja, früher haben die Plattenfirmen von uns, 80% bekommen und wir haben 20% bekommen und wir haben das einfach alles umgedreht, weil wir selber das Label sind. Und das macht natürlich viel mehr Sinn. Und deshalb können wir weiter leben und das funktioniert mit dem System bei uns hervorragend. Ich weiß nicht, ich habe da letzte Woche irgendwie, Spiegel Online oder so, hatte da so ein Ding rausgebracht, wo sie beschrieben haben, was ein Rockmusiker jetzt wirklich verdient, wenn er den Nummer 1 Hit hat in Deutschland, ne? Was dann für die Band am Ende vom Jahr so übrig bleibt. Da habe ich mir gedacht, wow, ja, das ist erschütternd. Leben kannst du davon ja nicht. Also wenn du nur Spotify siehst, man hat immer das Gefühl, über Facebook, Spotify, boah, man ist beliebt, 180.000 Downloads und dann kommt die Abrechnung. 11,95 € und dann sagst du, geteilt durch 5, na gut, super. Stellst du schon mal bei Auto aus Becker Porsche, ne, und wartest, bis du abbezahlt ist dann. Ja. Das dauert ein paar Jahre. Das dauert ein paar Jahre. Habt ihr irgendwas Neues in der Mache, so an Scheibe? Wir machen auch, CD machen wir auch parallel jetzt noch ein bisschen, Songwriting, erstmal ein bisschen Ideenfindung und solche Sachen. Und wir haben jetzt ja erstmal 2014 Kingdom of Light Part 2 rausgebracht. Okay. Das noch ein bisschen live auskosten, auch noch das zu spielen, weil da ja einfach Hammer-Songs bei sind und die Leute wollen das immer noch hören. Und da die letzte Tournee so gut geworden ist, machen wir das jetzt nochmal, allerdings mit anderen Songs und im Zuge der DVD-Veröffentlichung mit einem anderen Style. Geht ihr jetzt auch wieder auf Tour oder seid ihr noch genau unterwegs? Genau, wir sind auf Tour, jetzt irgendwie ab, eigentlich ja immer, wir haben nächste Woche Rockfest Barcelona, ein hammergeiles Billing mit Scorpions, mit Judas Priest, mit Halloween, und also alle Bands, die ich geil finde, sind da, das wird doch richtig geil werden. Danach Rock of Ages, dann sind wir wieder hier in der Ecke, da freuen wir auch wieder drauf. Und dann geht das irgendwie los, die Tour, irgendwie ab, ich weiß gar nicht genau, ich habe immer deshalb dabei, da muss ich mal gucken. am 9.9. in Aschaffenburg geht's los und am Pratteln und an Neuenstadt, Burg, Lengenfeld, Bruchsal, Nürnberg, Augsburg, München, Budrin und so weiter und so fort. Bleiben wir mal in Kontakt. 9.9. Aschaffenburg ist ja, gerne, kannst du gerne mal kommen. Das ist auch geil. Komm, das ist alles immer geil. Schöne Location. Wirklich geil. Bin ich auch immer wieder gerne. Haben wir mit Pretty Mates, die jetzt gerade im Hintergrund spielen, eine Show gehabt, war der Hammer. Also toll. Saal immer toll. Also, ja. Das ist schon schöner Laden. Ist ein bisschen doof in der Innenstadt, da kommst du im Nightliner immer nicht so rein, aber. Ja, wenn du der Nightliner bist, bin ich der Busfahrer. Gott sei Dank. Ist okay. Es gibt auch Bands, da muss man noch selbst der Busfahrer, habe ich alles schon erlebt. Gibt's auch. Ja. Ja, wir fahren ja auch sonst auch selbst an. Das ist jetzt nur auf Tournee, wenn dann die Nightliner hast und auch direkt da Pants im Nightliner. Das macht doch immer Sinn und hat immer so einen Campingausflug, ist das dann immer. Ne? Ja, das ist, ich liebe das. Ich brauche nicht viel. Ich brauche einfach jemand zum Sitzen, wo ich pennen kann, ne? Und ein kleines Bierchen, ne? Und gute Laune dabei. Dann geht das schon alles. So, Bernhard, wir bedanken uns. Ja, gerne. Und haut rein, besucht uns, ne? Genau. Noch leben wir. Aschaffenburg. Aschaffenburg, genau. Aschaffenburg. Hau rein.